Okay, Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Schalke 04. Und das kann spannend werden. Pass auf, die Herrschaften spielen diesmal nicht in Königsblau, sondern in Grün, ha? Oder in Weiß. Spiel in Rot. Genauso mache ich es. Was sagt die Aufstellung? Die Aufstellung sagt, dass Icardi überhaupt nicht für das. Scheiße. Mein bester Stürmer. Der Femmler so gar nicht. Und Gabriel Silva. Aber da kann ein Ding spielen. Jirasek. Pass auf, Ranocchia, tu ich den außer. Diekmeyer auch nicht fit. Idur, Savic, Jenny. Auf der Ersatzbank kommt Ta, oder? Pass auf, dann nehme ich noch. Ja, Mausa. Den da mit. Ja, Weckert. Ja, ich muss ein bisschen ausmisten. Hilft nicht. Die Hälfte der Spieler ist nicht fit. Okay, so passt. Jawohl, der Hamburger Sportverein gegen den FC Schalke 04 im Viertelfinale des DFB-Pokal. Das heißt K.O.-Spiel. Tod oder Gladiolen. Wanda verliert auf jeden Fall. Ich hoffe, das sind nicht wir. Wir wollten einen Pokal holen. Sissoko. Breck Scher. Und da startet Campbell Schö. Was für ein Pass. Geblockt von vom Griechen. So, erste Ecke des Spiels. Und Unerstall. Was ist der so? Drechsler. Oh. Da hat sie eben einen Schalker zerlegt. Und es gibt die gelbe Karten gegen Scher. Sissoko. Chamberlain. Und wieder Campbell. Campbell. Er macht's. Campbell, der Engländer. Wie so oft davor auch, gell? Er trifft einfach. Er spielt eine super Saison. Ich muss sagen, wir sind zurzeit in Topform. Wir treffen am Fließband. Draxler auf Huntelaar. Neustädter. Huntelaar. Nichts mehr. Lasoga. Lasoga. Scheiße. Tegmund. Ich triff nur. Meier. Fuchser. War nix.
Und ein Missverständnis. Bei mir genauso. Einwurf Fuchser. Draxler. Cortes. Mascherano. Sissoko. Und Scheer, ja, zu langsam. Der Fuchser wirft der gerade ein, oder wir? Das ist eine Spezialität. Uchida, der Japaner. Und, oh, Draxler. Draxler. War nix. Da hätte er früher Schuss müssen. Dann war das was gewonnen. Mascherano. Jirasek. Und Engländer, Chamberlain. Marco Motta. Sissoko. Lasoga, jawohl. Lasoga in die Hände von Innerstall. War so harmlos. Aber wir hatten schon wieder. Geht nicht mehr. Und das war Huntelaar. Das gibt Gelb gegen Savic. Der Spieler aus Montenegro, oder war das? War in Abseits. Ja, nach einer knappen halben Stunde haben wir das Spiel unter Kontrolle und führen verdient mit 1-0. Schalke muss da mehr machen, wenn die weiterkommen wollen. Aber das kann sich schnell ändern, haben wir gegen St. Pauli gesehen. Das können sehr schnell zwei Tore führen. Neustädter. Meier, schau da immer. Doppelmeister. Aber schießen kann er nicht. Boateng, Draxler. Und Fuchser. Was war das? Abseits, ha? Ja gut. Komm, Pfeiffer. Muss man aber nicht. Wieder Klaas-Jan Huntelaar. Mascherano. Kembe. Und Fuchser kann am Ball abstammen. Es geht munter hin und her, gell? Es wird fleißig gekämpft, aber es gibt keine Torschancen mehr. Eine Minute noch. Fuchser. Das war Boateng. Gut, er pfeift ab. Und es steht der Halbzeit 1-0 für Hamburg. Und zwar durch ein Tor von Kempe. Und Schalke war relativ harmlos. Trotz mehr Ballbesitz. Ja, pass auf. Ich weiß nicht, du und außer. Oder lustig ist dabei so. Ich der Zung, ich los erst einmal, oder? Oder du einen gelb vorbelasteten außer. Wobei, ich lasse dabei. Erst einmal. Fuchser. Boateng.
und Draxler. Es gibt die erste Ecke für die Schalker. Entschärft, kein Problem. Schaut diesen Fehler. Lasoga. Ist das die Entscheidung, ha? Lasoga. Der macht's, Lasoga macht's. Jürg Mutter geht daneben, aber ist drin. 2-0 für die Hamburger. Und es könnte die Entscheidung sein, gell? War wahrscheinlich der Genickbruch für die Schalker. Ja, den Ball habe ich erwischt, geht durch eine Grätsche. Und dann ist der zu meinem Spieler gesprungen. Und mit einem weiten Pass habe ich die ganze Abwehr vernichtet. Fuchser. Oh Gott, so dick hat. Und das ist meine Österreich, oder? Ein Nachbar von mir. Und, oh, der ist gut. Wobei, na, der Japaner war schneller. Boateng. Und es gibt einen Wurf für Schalke. Huntelaar, Boateng. Und sie kämen nichts am Schießen, die Herrschaften. Oh, der war gut, ha. Breck Scher. Scher, der Ami, er konnte der Lottmacher. Aber kriegt nicht rein. Ja, ja. Aus der Entfernung, mal, gell? Sissoko. Aus solchen Positionen haben wir schon mal getroffen. Des Öfteren. Pass auf. Jetzt werde ich wechseln. Und zwar geht Scher ober, oder? Er hat super gespielt. Aber ich habe Angst, dass er gelb kriegt. Also gelb-rot. Und dafür kommt auf der rechten Seite Beister. Uchida. Gefallen. Tut mir leid. War nicht persönlich gemeint. Breck Scher. Motta. Und Scher, wie stimmt? Jawohl. Und Scher macht es. Geil. 3-0. Es war ein geiles Tor, gell? Und vor allem die Vorarbeit war super. Und dann flach ins lange Eck. Ja gut, das Spiel ist entschieden, gell? Wir sind im Halbfinale, locker. Ich glaube kaum, dass die Schalker nochmal auftragen und drei Tore schießen. Gut, es ist nicht unmöglich, aber 3-1 nur so. Meier, ja, der trippelfleißig. Wieder Meier. Und? Wer jetzt? War wieder der Japaner. Und es gibt Gelb gegen Oxlade-Chamberlain. Aber der möchte der außer da, gell? Ist halt nicht so in Form. Pass auf, Chamberlain geht durch oben. Und zwar kommt dafür auf der linken Seite Fernandinho. Ja gut, kein Problem für Adler.
Draxler. Oben, oder? Oben noch nicht. Und, was war das? Foul von Beister. Und wieder in die Hände von Adler. Der braucht gerade Oberklamm. Wird heute nicht wirklich geprüft. Was möchte ich jetzt? Wieder mal so ein kleiner Rempler, gell? War ich nix. Jetzt kommt Fuchser. Ah ja. War wohl eine Wunschvorstellung, aus der Entfernung zu treffen. Und ich hab wieder. Hab nimmer. Draxler. Auf Uchida. Bleibt denn der? Warte schon, was da steht. Wahrscheinlich nicht. War wieder nichts. Okay, Konter. Mascherano. Unser Capitano. Und unten läuft Fernandinho. Und? Erwischt er nicht. Na gut, er ist nicht der Schnellste. Ist allerdings auch nicht mehr der Jüngste. Ah, war wieder Fuchser. Dafür ist Campbell umso schneller, gell? Ein unglaublich schneller Spieler. Campbell! Geblockt. Das war, oh, Lasoga. Er teilt fleißig aus, gibt Gelb, ha. Er ärgert sich noch. Hat soeben Felipe Santana umgeworfen. Umgehaut, bis er gesagt. Und der Schiedsrichter sagt, 4 Minuten spielen wir noch. Ja gut, wenn du meinst. Am Ausgang wird sich nichts mehr ändern. Und noch mal Beister. Immer noch Beister, er hat noch. Gut, und er pfeift ab und wir sind im Halbfinale vom DFB-Pokal. Die Schalker scheiden sang- und klanglos aus, ohne Chance.